stelle ich mir die Frage, schaffe ich es, alle 51 Sieger des Spanien-Grand Prix richtig zu erraten in unter 10 Minuten? Lasst uns loslegen. Los geht's. Wir fangen an. 51. Das ist natürlich Fangio. Wer denn sonst? United Kingdom. Das könnte einerseits mal der Herr Clark sein. Das ist er aber nicht. Dann vielleicht Stewart. Ah, T, sorry. Jack Stewart. Das ist er auf jeden Fall. Dann wird es schwieriger. Brasilien 72. Eventuell Piquet. Nein. Vielleicht dann Fittipaldi. Es ist Emerson Fittipaldi. Austria 74. Das kann nur einer sein. Es ist Niki Lauda. West Germany. Wer ist das? Deutschland 75. Stuck? Nein, ich weiß nicht mal, ob Stuck in der ob Stuck unterwegs war. Maas. Jochen Maas. Ja, Jochen Maas. United Kingdom 76. United States of America. Das ist natürlich Andretti. Das ist zu einfach. Frankreich 79. Könnte das schon Prost sein? Nein, es ist nicht Prost. Der ist weiter unten. United Kingdom 87. Ist ein Hill vielleicht dabei? Graham Hill. Das war der Brite da oben, okay? United Kingdom nochmal so oft da unten. 91, 92. Menzel, dreimal. Brasilien, 89. Das ist Senna. Zweimal Senna, okay. Kanada, das ist Villeneuve. Ja, Chill und auch Schack. Zweimal. Sehr cool von beiden. Germany, 95, 96. Naja. Das muss dann eigentlich der Schumi sein, oder? Ist das? Das ist Michael Schumacher. 98, 99, 2000 Finnland. Hakkinen. Das ist der Mika. 79 Frankreich. Puh. Und auch 76 und 54 United Kingdom. Es ist 79 Frankreich. Hunt. Natürlich. James Hunt. Das ist einfach gewesen. Finnland 2005. Das ist Raikkonen, zweimal sogar. Spanien, Alonso natürlich. Alonso, auch zweimal. Venezuela, nein, wir gehen weiter nach oben. Brasilien, 7, muss Massa sein oder Barrichello Massa. United Kingdom, Barton, der hat ja auch mit dem Brown alles gewonnen. Australien, 2010, es kann auch kein Ricardo sein, da muss es Webber sein. Deutschland, 2011, das ist Sepp. Venezuela, Maldonado, ja, der hat einmal hier gewonnen, auch unnormal undenkbar. United Kingdom 2014, Hamilton. Oh, okay, das sind schon 2, 4, 5, 6. Deutschland 15, das ist dann Rosberg natürlich. Und zu guter Letzt Verstappens erster Win im ersten Rennen. Aber zwei fehlen uns noch. 79 Frankreich. Wer könnte das sein? Es muss ein Franzose sein. Blöd, dass man keinen Tipp oder so nehmen kann. Denn wir waren so gut. 54. Houghton? Könnte das... Wie schreibt man denn? Houghton? Ach, wie schreibt man den denn, Mann? H-A-W-R-T-H-O-N. Ich weiß nicht, wie man den schreibt. Ich weiß nicht. Es könnte. H-H-W-R-T-H-O-N sein. Ich weiß nicht. T-H-O-N? Nein, auch nicht. Ich weiß es nicht, sorry. Frankreich 79. Mir fällt da kein Franzose mehr ein. Ich kenne eigentlich... Wartet mal. Panis? Nein, nicht Panis, okay. Ich weiß es nicht, Leute. Wir gucken uns. Gib mal ab. Es ist schade, denn ich hätte gern mehr rausgefunden. Geben wir mal auf. Es ist Patrick de Palier. Den kenne ich gar nicht. Mike Horton. Es wäre doch Mike Horton gewesen. Havdhorn, okay. Auf das wäre ich nie gekommen, Leute. Wie viele hättet ihr gewusst? Bis auf zwei alle. Ich würde sagen, das ist eine gute Bilanz. 96%. Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos und wer wird den Spanien-Grand Prix gewinnen? Wer reiht sich hier dazu? 22 fehlt noch
Das war wer? Schreibt es in die Kommentare und abonniert unbedingt gerne den Channel. Bis zum nächsten Mal und ciao. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being.